Sim Racing Expo 2024 in Dortmund. Los geht's! Dieses Video soll euch die ersten Highlights direkt von der Messe liefern. Die ersten Meter. Es ist weiterhin in derselben Messehalle wie im letzten Jahr. Es ist die Halle 3. Und beim Einstieg in die Halle seht ihr schon den Asetek-Stand. Generell kann ich euch sagen, viel mehr Aussteller als im letzten Jahr. Die Halle ist gefüllt. Und für mich weiterhin die beste Show der Sim Racing Expo ist der Asetek-Stand. Ganz einfach, weil der Wagen, der vorne direkt prominent zu sehen ist, von Zeit zu Zeit auch angeschmissen wird. Und das ist dann natürlich ein richtiges Erlebnis in der Halle, wenn der Motorensound durch die Halle dröhnt. Ja, ansonsten finde ich den Stand auch sehr gelungen, denn man darf ja nicht vergessen, wie viel Aufwand die Firma betreibt, um auf der Simracing Expo auch tatsächlich zugegen zu sein. Sehr viel Standpersonal, alle Produkte da zum Anfassen, viele, viele Möglichkeiten, um auch Sachen auszuprobieren. Und ich denke, der Stand halt automatisch die Anlaufstelle sein wird, da, wie gesagt, platzmäßig mit einer der größten Stände auf der Simracing Expo. Und dort ist immer was geboten. Viel, viel Sachen kann man da tatsächlich selber anfassen, selber ausprobieren. Schaut einfach mal vorbei. Für mich die Überraschung und die Innovation der Simracing Expo ist ganz eindeutig Bavarian Simtech, denn vor 2 Jahren in Nürnberg schon auf sich aufmerksam gemacht mit dem Lenkrad und jetzt geht man tatsächlich noch eine Stufe weiter. Und ich finde das, was ihr hier seht, das Ganze nennt sich also die Drehknöpfe, ihr seht, das sieht anders aus wie bei den anderen Herstellern. Die sind nämlich programmierbar und zwar nennt sich das Ganze Adaptive Beam Tech und es kann pro Auto entsprechend so angepasst werden, dass die Sachen dann da angezeigt werden, die Sinn machen und das Ganze wirklich auch farbig, wirklich realistisch abgesetzt, sodass es tatsächlich ja für mich eine neue Innovation in dem ganzen Simracing-Bereich ist. Auch neu, was auf der Messe zu sehen war, ist die beleuchtete Buttonbox. Jetzt kann man sagen, Mensch, das kennen wir doch alles. Elgato hat ja jeder irgendwie zu Hause, aber auch hier gibt es die programmierbaren Tasten, die Aufkleber, also die Tasten oben, die ihr seht, die schön beleuchtet sind, sind mit Aufklebern versehen, aber ist multidimensional einstellbar über einen mitgelieferten Halter und wirklich sehr schön, passt ganz toll zu den GT-Rennen. Wagen. Ein Vorteil, wie gesagt, hier seht ihr den Halter, ist, dass das Ganze auch als USB-C-Hub fungieren kann und für mich wirklich mit Abstand der beste Innovator der Messe. Die Überraschung der Simracing Expo, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich Fanatec, denn schaut euch den Messestand bitte an. Wir haben natürlich alle in den Medien mitbekommen, wie es um das Unternehmen bestellt war oder bestellt ist. Aber es ist tatsächlich so, dass der Messestand wirklich mit Abstand der beste Messestand der letzten Jahre der Firma Fanatec war. Klar, das Bentley Wheel, was wir seit mehreren Jahren immer wieder sehen, darf auch nicht fehlen. Aber es wurden auch neue Sachen gezeigt und das lässt doch Hoffnung machen. Alle Produkte, die es so gibt, könnt ihr anfassen. Wirklich sehr schöner Messestand, genügend Möglichkeiten auch Sachen zu testen, sodass wirklich ich erleichtert bin, dass Fanatec, man musste ja Sorge haben, dass es dem Unternehmen wirklich irgendwann ja nicht mehr so gut geht, dass sie von der Bildfläche verschwinden. Aber ich glaube, Fanatec ist als Unternehmen gerade im Einstiegssegment für ganz, ganz viele Simracer ultra wichtig, zumal ja auch mehrere Plattformen bedient werden. Eine Sache, die ist tatsächlich neu und das ist auch unüblich für Fanatec. In 2025 wird das CSL Elite Wheel vom Porsche Vision GT auch erscheinen und so sieht es aus. Fühlt sich ganz, ganz nett an und zeigt aber auch hier wieder, dass es in die richtige Richtung geht. Also man kann nur hoffen, dass mit der neuen Struktur, die das Unternehmen hat, dass es jetzt hier wirklich gut nach vorne geht und die Firma lange uns erhalten.
eine Sache, und da werdet ihr alle vorstehen, das ist die Premiere. Und zwar sind wir nicht bei Schneewittchen, aber hier in diesem gläsernen Kasten, da müsst ihr drauf achten, Assetto Corsa Evo, da wird es nämlich gezeigt. Dort werden von Mal zu Mal Streamer dafür sorgen, dass das Spiel ins rechte Licht gesetzt wird. Ich hatte heute zum Beispiel auch schon mit Dan Suzuki gesprochen, der auch streamen wird aus diesem Studio heraus. Und hier könnt ihr euch tatsächlich alles anschauen zum neuen Spiel Assetto Corsa Evo. Wie gesagt, kann man begutachten und bewundern halt über die Box, die vom Fanatec-Stand entsprechend auch direkt einsehbar ist. Und das ist auch auf dem Fanatec-Stand. Finde ich, ist ja mitunter eines der Punkte oder eines der Themen, warum wir auf die Simracing Expo gehen. Selten wurden neue Titel so prominent geteasert. Und ich finde, das machte auch für eine Pre-Alpha-Version, die dort gezeigt wird, ja, schon einen ordentlichen Eindruck. Man muss immer vorsichtig sein, ihr kennt es, es kann immer noch viel passieren bis zum Endprodukt, aber das sah schon hoffnungsvoll aus. Ja, und was gab es noch? Neben dem Asetek LMP3 gab es noch ein Pagani, der immer wieder gefeuert oder angefeuert wurde. Das machte Lust auf mehr. Bis bald, ciao!